Ja, servus Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. Ja, momentan läuft es, glaube ich, relativ gut. Wir haben relativ viele Patienten jetzt dementsprechend hoffentlich entlassen können. Wir haben jetzt gleich 9 Uhr. Ich weiß jetzt nicht, wann sie entlassen werden. Aber ich hoffe, möglichst flott. Weil, wir haben hier oben relativ wenige Freibetten. Das ist problematisch, ne? Da müssen wir gucken, dass wir dementsprechend natürlich möglichst schnell hier alles freikriegen. Dass wir wieder Betten haben, ne? Weil es wird sonst ein bisschen viel, ne? So, als nächstes wird der zum Zimmer transportiert. RTW fährt wieder los. Holt den nächsten Patienten ab. Hier den Raum haben wir jetzt soweit frei. Das ist gut. Das heißt, da können wir jetzt mal eben schnell die Abrissbirne walten lassen. Und einmal hier abreißen, bitte. Das wäre nicht schlecht. Dann können wir dementsprechend die Wände abreißen, auch mal eben schnell. Wände abreißen, wäre nett. Dass wir das haben, dann werden wir hier den Raum einrichten. Moment, die Wand noch weg. Dann werden wir hier den Raum einrichten für die Schwestern. Das wäre nicht schlecht. Ich weiß jetzt nicht, wie groß der Raum sein wird, sein sollte. Wir werden einfach mal einen Raum machen. Wie groß muss er eigentlich sein? Wir haben 2, 4 Arbeitsplätze. Über Nacht teilweise. Das heißt, ich würde, glaube ich, schon... Hier mal 5 machen, glaube ich. Wie gesagt, wir wollen das jetzt so gut wie möglich aufbauen. Optimal gestalten, natürlich, klar. Wir werden mit Sicherheit das eine oder andere Mal noch umbauen müssen. Da gehe ich von aus. Aber... ich hoffe, dass das dementsprechend dann soweit auch passt. Ne? Wir werden da noch eine Wand einrichten. Ich weiß auch nicht, ob wir da bei dem Turm bleiben oder ob wir eine gelb machen. Irgendwas farbenfroheres. Vielleicht in dem Raum selber was in grün. Das könnte wieder zu heftig sein. Im Prinzip, ich weiß nicht, ob das überhaupt Auswirkungen hat, dementsprechend, wie die Räume gestaltet sind, aber... wir werden mal schauen. Das Grün. Für die Wand das Gelb. Kriegen wir hin. Fehlende Ausstattung. Das ist klar. Das wollen wir jetzt natürlich so gut wie möglich aufbauen. Natürlich mit den modernsten Sachen, die es geht. Das wäre optimal.
Ja. Laptop. Bürosessel. Was brauchen Sie noch? Fahrbare Geräteschrank. Kriegen Sie hier rein? Essenstablett. Machen wir zwei Essenstabletts. Wäre, glaube ich, gar nicht mal so verkehrt. Ich weiß aber nicht, ob die das brauchen, dementsprechend. Müssen wir gucken. Ansonsten definitiv hier in Richtung Bildung wollen wir natürlich gehen. Hier nach Möglichkeiten Bücherregal können wir aufbauen hier. Können den einen Sofa hinstellen, damit die sich ein bisschen ausruhen können, eventuell. Wir können den noch eine Pflanze hier reinstellen, damit die zufrieden sind. Was ist mit Radio? Irgendwas war mit Radio oder Fernseher, ne? Wenn die ein Radio haben oder sowas. War das nicht irgendwas? Wenn ihr Freizeit bei Laune zeiten, genau. Das heißt, wir bauen uns noch ein Radio hier hin. Ahahaha. Schrank mit Türen. Und ein Radio. So, dann werden wir die Schwestern definitiv einmal umplatzieren. Das ist Frühschicht. Das ist Nachtschicht. Frühschicht. Also. Wir werden weiteres Personal einstellen müssen. Das dürfte klar sein. Weil das wird definitiv nicht passen. Das heißt, da werden wir zwei weitere Plätze gestalten fürs Personal. Weil die Dame und die Dame. Die eine macht bitte nur die Traumastabilisierung, bitte. Die andere macht bitte nur die Krankenversorgung. Der macht bitte nur den Patiententransport. Damit versuchen wir jetzt erstmal klarzukommen. Genauso auch nachts. Brauchen wir eine, die definitiv nur die Traumastabilisierung macht, weil das ist das Wichtigste. Du machst bitte nur die Traumastabilisierung. Dann brauchen wir jemanden, für Patiententransport und Krankenversorgung. Würde ich erstmal dabei belassen, dass die beides macht. Und dann müssen wir da erstmal weiter gucken, wie das personaltechnisch reicht. Ne? Das ist wichtig, dass wir das wissen. Ansonsten haben wir jetzt. Ist da irgendwas Kritisches? Noch nie, ne? Dann kannst du bitte wieder normal versorgt werden. Patient kollabiert. Das ist natürlich schlecht.
Infusion kriegt sie bitte. Dann muss sie bitte so schnell wie möglich untersucht werden. Ist der Rettungswagen? Der Rettungswagen ist auch noch unterwegs, ne? Oha. Der bringt wohl dann auch noch gleich einen Patienten, der Rettungswagen. Heftig. Der ist jetzt noch zuständig für den Patiententransport. Das heißt, wir werden... Spieler... Hoch ansteckend? Nein. So, was hast du jetzt? Komm, haut rein. Möglichst schnell. Bettina Schubert. Ach so, ja. Können wir nicht machen. Egal. Kriegen wir schon hin. Ich hoffe, dass es klappt. Wie sieht es aus mit dem Blutuntersuchen? Labor. Wie kommen die mittlerweile klar? Okay, da bräuchten wir eventuell nochmal einen weiteren, der hier Laboruntersuchungen macht bezüglich Blut. Das müssen wir ausbauen. Weil es geht gar nicht. Wir sind ja auch komplett überlastet, ne? Wir sind komplett überlastet hier. Großes Labor für Blutuntersuchungen wäre auch eine Möglichkeit. Ob es besser ist, weiß ich nicht. Müssen wir auf Dauer mal gucken. Ich meine, so viel Geld haben wir jetzt auch nicht. Also klar, wir haben 426.000, das ist klar, aber... Mitarbeiter hat Erfahrung gesammelt. Und zwar Diagnostik, Allgemeinmedizin. Okay. Okay, da kommt eine Patientin. Aber sie hat schon gut behandelt, ne? Wartet auf den Transport zum Bett. Es muss schneller gehen, definitiv. Transport zum Zimmer. Bitte so schnell wie möglich hier.
Komplizierte Diagnose. Warum? Auch das vielleicht erstmal. Vogelgrippe. Hoch anstecken, das ist nicht gut. Antipyretika. Wie sieht es oben aus? Oben aus sieht es mit den Betten, ansteckenden Krankheiten. Wie sieht es da aus? Ein Bett frei. Ansteckenden Krankheiten, ein Bett frei. Es sind viele Betten immer noch mega belegt, ne? Wäre nicht schlecht, wenn jemand nach Hause könnte, ne? Okay. Ich würde sagen, das war's aber auch für die Folge. Die Folge ist nämlich vorbei. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns morgen wieder. Neue Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. Die wird jetzt noch dementsprechend verlegt nach oben. Hoffentlich auch weiter untersucht und alles, ne? Wäre nicht schlecht. Je nachdem, was er hat. Vogelgrippe wäre natürlich auch hoch ansteckend, dementsprechend, klar. Alles hoch ansteckende Krankheiten. Hier genauso. Wir müssen gucken, wie wir es hinkriegen, ne? Ich hoffe, dass wir es hinkriegen, aber werden wir schon schaffen, ne? Auf Dauer definitiv. Von daher, Leute, ich danke euch fürs Zuschauen. Morgen geht's weiter. 10 Uhr neue Folge Project Hospital hier auf meinem Kanal. Ich freue mich natürlich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und sag einmal in dem Sinne, bis dahin, Servus und Tschüss.